Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 5.04.2023. Und unser DAX hält sich noch recht wacker und versucht Stärke zu zeigen. Man muss aber sagen, zum Dienstag hat das einen leichten Knacks jetzt in die Optik reinbekommen. Denn wir haben gerade so unser Vortagesniveau, also unser Eröffnungsniveau halten können. Und aber eben auch ein neues Hoch verkauft, nicht gekauft, ne? Im Sinne einer Trenddynamik, Trendstärke, Trendschwäche, Betrachtung ist das immer kritisch zu werten, wenn der Markt auf neuem Hoch nicht anfängt zu ziehen, nicht anfängt Käufer reinzusaugen, sondern zurückzuckt und sich eindreht. Weil es in dem Sinne vom Aufwärtstrend, der ja von hier unten nur attestiert werden kann, ein Zeichen der Trendschwäche ist. Das hatten wir hier schon. Erinnert euch dran. Ich erzähle euch das immer. Ist immer wieder das Gleiche, was wir erzählen. Ne? Wir hatten das hier schon. Haben wir auch gesagt: Vorsicht hier. Die neuen Hochs werden nicht mehr gekauft. Das kann sein, wenn er dann anfängt, tiefere Tiefs zu bilden, dass er sich dann nach unten entlädt. Und dann kam das. Jetzt fängt er wieder an, die neuen Hochs nicht zu kaufen. Also da muss man wirklich aufpassen. Sonst kommt nämlich tatsächlich nochmal so eine Rutsche hier nach unten und dann sind wir genau bei unserem roten Kästchen, was wir hier gemalt haben. Das müsste man dann natürlich leicht modifiziert anpassen. Man müsste das einmal dann abtragen, hier rübersetzen und dann von da nochmal neu loszählen, ja. Weil ja die erste, was will ich sagen? Genau, weil ja das markante Hoch dann quasi von hier oben ist. Das heißt, die Bewegungsfälle beginnen von da. Ich lasse es, um mal nicht zu viel Verwirrung zu stiften, hier jetzt erstmal drin. Denn mir gefällt der DAX vom Bewegungsverhalten noch nicht. Ich finde, der ist sehr ruhig. Wirkt wenig gestresst. Da ist auch kein Stress im Handel drin, ne? Also, das wirkt schon sehr, sehr, sehr ruhig. Wir kennen das aus dem DAX anders. Wenn er den mal nach unten reißt, dann kann da viel, viel, viel Druck reinkommen. Wir müssen hier auf jeden Fall festhalten, dass die roten Kerzen mit Abstand jetzt erstmal die größten überhaupt gewesen sind seit 24. März, also von dieser kompletten Aufwärtsbewegung. Das kann jetzt mehr einleiten. Aber er muss das auch tun. Er muss uns unter einer 655 jetzt hier auch nach unten rausarbeiten. Das ist ganz wichtig. Tut er das nämlich nicht. Und er trödelt hier einfach nur wieder nach oben. Dann steht der auch einfach direkt. Jetzt am Mittwoch wieder bei 57 bis 87. Das macht der. Ja, von daher, wir haben ja hier die Bewegung, die Abwärtsbewegung von oben kommt schon abgeflacht mit den zwei grünen Kerzen hier. Abgeflacht. Und wenn er jetzt anfängt aufzudrehen, wäre er trotzdem noch in der Trendfolge drinne. Wir haben ein höheres Hoch. Das letzte Hoch war tiefer. Wir haben ein höheres Tief. Das letzte Tief war tiefer. Also höhere Hochs und höhere Tiefs. Ja. Und wenn er jetzt hier nach einem höheren Tief einfach nur wieder auftritt nach oben, sollte man auch ein höheres Hoch einplanen. Ja, und von daher würde ich es eigentlich schon fast am Bereich 600 festmachen wollen. Würde sagen, für den Mittwoch würde ich persönlich auch weiterhin Long suchen, oberhalb von 15.600. Alles, was da jetzt nach oben drückt, würde ich nochmal probieren in die 6.65.700 rein und dann eben auch in die 7.50 und 800 rein. Bis vielleicht sogar ein Stück. Ein gutes Stück auch noch darüber hinaus. Haben wir ja auch besprochen, dass hier an Zielen das auch nicht aufhört. Ja. Fängt er aber an, jetzt hier rumzuduseln und rutscht uns am Mittwoch auch unter 15,55 drunter, dann sollte man davon ausgehen, dass diese Welle jetzt versucht wird zu spielen. Und wenn wir uns die Bewegungspotenziale angucken, auch die, die wir durchgesprochen haben, kann man hier schon festhalten, dass 15.350 bis sogar 15.130 schon alleine nur in einer ersten Teilwelle durchaus realistisch sind. Ja, das muss man bitte im Hinterkopf behalten, damit man hier nicht zu optimistisch und zu übermütig auf der Long-Seite wird. Insbesondere die, die jetzt hier gute Gewinne die letzten Tagen hatten, die sollten jetzt ab solchen Achtungssignalen, wenn die jetzt auch noch mit weiteren Tiefs bestätigt werden, dringendst aufpassen, dass sie ihre Gewinne hüten. Und dann nicht einfach wieder alles abgeben in dem Moment, wo der DAX das zurückläuft. Okay? Gut. Dann würde ich sagen, es ist eigentlich soweit klar. Aufdrehen geht bis 6,5, 6, 700 und dann 57, 800. Klar.
drückt er sich weiter unten unter 600 raus und auch unter die 550. Risiko eines Rückfalls auf 360, noch am Mittwoch auch gleich. Und dann im Wochenverlauf 15,120. Ja, wenn der Bereich fällt. Fällt er nicht, dreht er sich auf und geht hier oben wieder rein. Ja, kann man ganz einfach frühmorgen schon einfach gucken, okay, was von beiden Szenarien sieht es denn eher aus momentan. Ne, und dann einfach Stunde für Stunde nochmal gegenmappen, in welcher Bewegung befinde ich mich, was spielt der DAX gerade und dann holt euch eure Punkte. Ja, ich mache hier aus, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.